Junge, jetzt mal ohne Witz. Ich muss mal in den Briefkasten gucken. Ihre Bestellung ist da von Feuerwerkshop. Viel Spaß damit, ne? Also. Okay. Tschüss. Oh mein Gott, Leute. So, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Feuerwerkshop-Bestellung 2017 und 18, für Silvester zumindest. 5 Pakete warten auf uns zum Unboxen. Eins davon, oder eher zwei davon. Ich habe 2 Crazer bestellt und eine davon ist auf jeden Fall schon mal für den Pyro Explode, das vorab. Also wir werden nur eine öffnen. Und jetzt nicht lange schnacken, jetzt geht's los. Auf, los! Start up with the Crazer. Die haben jetzt so einen übel geilen Umkarton, wie ich das finde. Allerdings weiß ich nicht, ob ich den jetzt aufmache, weil ich habe jetzt keine Handschuhe dabei. Ich habe echt Angst, mir weh zu tun. Zum Beispiel, wie das gerade passiert wäre. Fast. Gucken wir mal hier rein. Stahlkäfig, wie man das kennt. Zum ersten Mal überhaupt die Lasty Crazer. Ich hatte die davor noch nie. Also auch Highlight für dieses Jahr. Ja, wir werden den jetzt mal öffnen und ihr seht danach, wie sie aussieht. Leute, es war der größte Kampf meines Lebens. Aber jetzt ist sie vor mir. Hier ist noch so ein komisches Ding. Die Leslie Crazer. Alles klar, hier sind überall diese komischen Dinger vom Stahlkäfig. Hier ist sie vor uns. Ah, schön. Crazer von Leslie. Wer kennt sie nicht? Klassik. Klassiker-Batterie von Leslie. Und weiter geht's. Weiter geht's. Explode steht drauf. Psycho Billy. Kenne ich nicht. Habe ich auch nicht bestellt, aber das wird ja auch sicherlich nicht drin sein. Das ist ja wieder nur... Perfekt, das kann ich jetzt zensieren. Hat ja gut geklappt. Sehr gut. Das hat ja richtig gut geklappt hier. Das kann ich dann nochmal durchschneiden. Geil. Ah, ich sehe glaube ich schon... Bröckhoff oder irgendwas. Werden wir ja gleich sehen. Also, gut verpackt. Holy shit, was ist das denn? Ach, guck an. Ja, immer die Mega-Shots. Ich meine eine Neuheit von Pyrostar, / Bröckhoff. Das sind, glaube ich, 3 Schussbombenrohre mit 3 Schuss Teaser-Loot auf Schlag. Also wie die Hammer ungefähr, so darf man die nein, 2. So darf man die sich vorstellen. Größer als erwartet. Ich freue mich schon auf einen Test. Gib mal das hier mal an. Sehr, sehr viel Verpackungsmaterial. Und ja, hier kommt uns was entgegen. Das sieht man natürlich gerne. Die Golden Rose von Nico Feuerwerk. Sehr oft gesehen bei Vorschießen. Einfach nur wunderschön, das Teil. Jetzt freue ich mich, die selber in meine Hand halten zu dürfen. Neuheit in der Nico 13-Schüsser-Serie. Mit 243 Gramm NEM hier oben. Ach, richtig geiles Teil. Hier ist ein Flyer noch von Feuerwerkshop. Produktvorführung. 29. Also heute, ja klar, fahren wir nach Berlin. Sieht auch richtig geil aus. Und was ist hier noch drin? Hier unten ist noch was. Ah ja, natürlich, die hat sich da Pyro Explode natürlich auch nochmal bestellt. Die Megashot von Bröckhoff / Pyrostar. Und ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Sehr, sehr... Nein, hier ist noch was. Oh, wie geil, die sehen ja geil aus. Ein völlig durchgeknallt Sticker. Nein, kein Sticker. Das ist so ein Flyer mit so einem Gewinnspiel. Jetzt? Bist du leer? Ich krame und finde nichts. Das heißt, jetzt das nächste Paket. Weiter geht's. 2 von 5 steht drauf. Wie gesagt, wir gehören ja nur 4 Pakete, weil das 5. Paket ist ja die Crazer für den guten... Pyro Explode. Hier oben verlinkt natürlich, ne? Guckt mal bei dem Kollege vorbei. Das ist auf jeden Fall randvoll und unfassbar schwer, das Paket. Und wir werden ja sehen, was jetzt drin ist. Hier hält uns noch ein Klebeband auf. Ich platziere mal kurz die Kamera etwas anders, und zwar so.
Herr Lennart guckt auch schon ganz gespannt auf dem Bett zu. Ich sehe das. Seine Augen leuchten. Oh. Ich sehe einen Berliner Bär. Ja, moin. So. Hier kommen Sachen zum Vorschein, die auch wieder nicht mir gehören. So. Oder doch? Jo. fangen wir mal hier an. Van Helsing. Bestellt vom Pyro Explode. Nicht Pyro Explode. Vom Selfmade Fireworks. Habe ich euch natürlich... Nein, er hat keinen Kanal. Lol. Perfekt. Dann wieder ein kaputter Flyer. Oh! Explosive Balls von Classic. Muss ich mal gucken, wer die bestellt hat. Ich glaube ich auf keinen Fall. Ja. Ja, es handelt sich natürlich auch um eine Sammelbestellung, muss man hier erwähnen. Ist das jetzt ein Sticker oder nicht? Oh, das scheint doch ein Sticker zu sein. Völlig durchgeknallt sind wir auf jeden Fall. Anzündlitze von Nico, auch von Pyro Explode und dem Selfmade Fireworks bestellt. Dann hier ein Artikel von mir. Neuheit von letzten Jahr, und zwar die Multisalut von Bröckhoff. Die sollen ja richtig gut sein. Ich bin mal gespannt, was die so können. Lassen wir uns mal überraschen. Beast Cobra, das ist vom Tom Pyro, das weiß ich. Von Pyro Factory, richtig ranzig. Aber wer weiß, was die können. Ich habe sie ja nicht bestellt. Der Gigasmoke ist auch auf jeden Fall vom Tom Pyro 01. Okay. Der Burlercheck hat auch mitbestellt. Und zwar hier ist eine MKS Thunder Flash. Das ist wie eine Signalfackel oder... Nein, das ist ein Böller, ein BKS Signalböller. Das alles legal und in P1, glaube ich. Mega Corsa. Sagt mir gerade gar nichts. Weiß gar nicht, wer das bestellt hat. Von Pyro Factory auf jeden Fall. 15 Gramm NEM. Werden kleine Böller schon sein. Oh ja. Boah, sind die groß, Alter. Hier, die Black Cobra von Di Blasio Elio. Richtig geil. Schon allein dieses Design. Es ist so schön. Das sieht richtig, richtig geil aus. Werden wir auch nicht lang schnacken. Die sind übrigens richtig schwer, Leute. Werden wir nicht lang schnacken und aufmachen hier. 50 Stücke. Ja, die Blasio wieder on fleek. Guckt euch die an. Richtig traumhaft. Einfach nur, ey Leute, das ist unfassbar. Traumhafte Verarbeitung. Das ist so schön. Traumhaft verarbeiteter Reibkopf. Was will man denn mehr? So muss es sein. Die Blasio macht's vor. So muss es sein. Hat sich natürlich auch... Der Pyro Explode mitbestellt. Und ich. Also ich einmal. Und ich glaube, der Selfmade Fireworks auch. Funke Luftheuler, die sind nicht meine. Wahrscheinlich auch von den beiden. Aber hier. Dit ist meine. Und zwar. Retro-Böller von Fire Event. Ich habe eigentlich das Bestellset. So, Moment mal. Ich habe eigentlich das Bestellset. Das ist jetzt nur die D-Ausführung. Vielleicht hat ein Kollege auch nochmal die einzeln bestellt. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Oh, hinter mir wird es immer voller und voller. Ich weiß gar nicht, wohin. Boosterblume. Typisch Selfmade Fireworks wieder. Red Blink. Die ist meine. Richtig klein und süß aus der Red Wire Serie von Leslie. Neuheit dieses Jahr. Mal gucken, wie die so abschneidet. Die macht einen richtig schönen Eindruck. Liegt auch gut in der Hand. Kalashnikov 60 ran von Classic. Muss man jetzt sagen, ich gucke es mal. Eigentlich sollen die Cat 2 zertifiziert sein. Steht auch hier oben. Es gibt auch eine Cat 3 Variante. Unfassbar fette Böller mit 60 Schuss. Also ein Böller, der 60 mal knallt. Sogar mit BKS, wenn die in Cat 2 auch so sind. Ey, ich raste aus. Sind natürlich meine. Hatte keiner auf dem Scheffel, ey. Die Santa. Dürfte vielleicht sogar auch meine sein, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Muss dann nochmal gucken. Und... Ach nee, da geht's noch weiter. War ich schon wieder zu voreilig. What the fuck? Oh, die sind vom Pyro Export. Das ist aber schade, dass die schon aufgegangen sind. Von Classic. Römische Lichter mit Zerleger. Die Magic Ball 5 Run, also 5 Schuss. Fette Teile, ey. Die sind richtig dick, Leute. What the fuck? Was haben wir hier noch? Ein Dumbum Energy habe ich, glaube ich, bestellt, ja. Richtig geil. Der kann sich dann erstmal gegönnt werden. Wenn der meine ist, dann direkt mit auf Arbeit nehmen. Moonshiners und... Das ist wieder was... Bavaria, Fireworks. Das ist irgendwas von Böllercheck, ich habe keine Ahnung.
Maroon, irgendein Blitzknallböller, keine Ahnung. Fragt ihn da, ich habe da keine Ahnung. Moonshiners, Selfmade Fireworks natürlich. Und unfassbar viele Thunder Airbomb. Haben wir alle ordentlich zugelangt. Geile, geile Bombenrohre von Pyromax in Cut F2. Endlich, hatte ich ja schon letztes Jahr. Hier seht ihr es, F2. 7 Gramm pro Bombenrohr. Übel fett. Und jetzt würde ich sagen, kommt das letzte und fetteste Paket von allen. Da lagen noch Thunder King drin, what the fuck? Darf das passieren? Ich dachte, die darf man nicht verschicken. Hä? Das haben wir gerade noch beim Rausholen gesehen. Da war noch eine Packung Thunder King. Naja, auch lustig. Das letzte und fetteste Paket. Unfassbar schwer. Da ist, glaube ich, noch eine geile Batterie für mich drin. Und der Lennart, der sitzt gerade auf dem Bett und guckt sich gerade verträumt die Cobra an. Gib mal her, gib mal her. Ich freue mich richtig auf die Teile, wirklich. So, aber komm. Ah, Uff machen. Ich bin nur sprachlos. Ja. Okay, das war ein guter Schnitt. Geht trotzdem auf. Schon wieder Beast Cobra. Wo haben sich da so viel geordert? Oh nein, das sind Double Deck. Ah, wenn ich das sehe, ich könnte kotzen. Double Deck Red von Xplode, Neuheit dieses Jahr. Leider Gottes nicht meine. Eigentlich habe ich die ja bei Tosh bestellt, dann wurde die Tosh-Bestellung abgesagt. Die gebührt dem Jonas. Jonas, ich beneide dich. Richtig fettes Teil, also, schon optisch. Oh, traurig, aber wahr. Naja, jetzt bin ich das Trikot gekommen, das tut mir leid. Beast Cobra noch einmal. Bin jetzt gerade gar nicht sicher. Ist auf jeden Fall schon auf. Perfekt, habe ich glaube ich durchgeschnitten. Oder? Keine Ahnung. Hier. Oh, aber die sind glaube ich auch nicht meine. XP3 von Xplode. Aber wenigstens habt ihr sie auch auf meinem Kanal mal gesehen. Machen einen guten Eindruck, sehen schön aus. Ja, was ist hier los? Ah. Panda Fire. Ob die meine war, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, die war Toms. Auch eine schöne Neuheit, glaube ich, dieses Jahr. Auch geil mit dem Unkarton. Ja. Monster King habe ich, what the fuck, keine Ahnung. Ich habe eigentlich, eigentlich habe ich Monster King bestellt, aber nicht von Nico. Das ist natürlich wundervoll, perfekt. Eigentlich habe ich von Hestia die Monster King bestellt. Das wäre natürlich jetzt unfassbar dumm von Feuerwerkshop, wenn die verwechselt haben. Ja, Feuerwerkshop, oh Gott. Pyro Factory Uzi nehme ich an, genau. Mal gucken, wer sich das alles bestellt hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe alles nicht mehr auf dem Scheffel so. La Bomba von Pyro Factory. Auch Neuheit dieses Jahr oder letztes Jahr, glaube ich, sogar schon. Aha. Hier geht's weiter. Red Tears, die ist wieder vom Selfmade Fireworks. Aus der 13-Schüsser-Serie. Nochmal Thunder Airbomb auf jeden Fall. Auch sehr geil. Blackbox haben wir wieder, Van Helsing. Auch von den Kollegen wieder bestellt worden. Wurde. Von den Kollegen bestellt. Hier ist Hestia, aber das ist sicher nicht. Doch, Shadowrun, aber die ist nicht meine. Sieht auch ganz geil aus hier. Ja, Pyromult. Interessant, ich baue mich hier gerade zu. Aber Mann, das ist komisch. Eigentlich habe ich so ein Bestellset bestellt mit Superböllern und D-Böllern, aber ich bekomme ja einzelne D-Böller nur. Das ist auch sehr kurios. Und Fire-Event nochmal. Also, ja. Dann, die Turtle Burger ist aber auch nicht meine, die ist auch wieder von den Kollegen. Aber was noch meine ist, ist das allerletzte, was hier drin ist. Und zwar die Veko Skyrush. Gibt es auch dieses Jahr im Kaufland, habe ich da schon gesehen. Auch wieder eine schöne Neuheitsbatterie, hat mir sehr gut gefallen beim Vorschießen. Und ja, macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig, weil ich jetzt die Monster King von Nico bekommen habe, anstatt von Hestia. Das ist, das ist nicht gut. Aber ich finde auch keinen Bestellschein.
Lol. Egal. Auf jeden Fall, Leute, war es das mit dem Unboxing von Feuerwerkshop für das Jahr 2017. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ne? Schaut auf jeden Fall bei den anderen Bestellungen rein, wenn die schon online sind. Ich weiß es nicht. Ich halte mich lieber zurück. Ich sag mal nicht zu viel. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video und ciao.